So, Leute, sind wir beim nächsten Deck und ich habe euch mal Neo-Ninjas mitgebracht. Neo-Ninjas ist ein Decktyp, der halt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr aufkommt, wo Neon-Dynasty-Ninjas drin auftauchen. Ich wollte es ursprünglich machen, als es das erste Mal aufgetaucht ist zu Neon-Dynasty. Ich weiß nicht warum, ich habe es verraffelt. Ich habe es einfach verraffelt. Ich glaube, es ist nicht online. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Wenn ich es doch online habe und irgendwer das schon kennt oder sieht oder so, hier sind ein paar Änderungen drin. Nicht viele, aber ein paar. Und dann tut es mir leid. Aber ich habe es nicht gefunden. Was für mich eigentlich heißt, ich habe es nicht gemacht. Dementsprechend hole ich das jetzt mal nach. Gucken wir uns erstmal die Landbase an. Die Landbase ist ziemlich straightforward. Dementsprechend gucken wir uns die direkt an. Wir haben 4 Polluted Delta. Damit kann man blau-schwarze Länder raussuchen, also eine Insel oder einen Sumpf. Scalding Tarn. Man kann eine Insel raussuchen oder einen Mountain. Flooded Strand. Insel oder Ebene. 4 Prismatic Vista. Damit können wir Basic Lands raussuchen. Dazu haben wir eine Menge Basic Lands. Und zwar 4 Inseln, 2 Swamps und ein Underground Sea, der eben sowohl Insel als auch Sumpf ist. Das ist die komplette Mana-Basis. Das sind halt 2, 4, 6, 7 aktive Länder und 2, 4, 6, 8, 10 Fetches dafür. Das sind nicht viele Länder. Aber sie sind ausreichend. Gucken wir uns die Ninjas an und die anderen Kreaturen, die wir spielen, ich weiß. Starten wir natürlich mit einem der coolsten Ninjas, die wir mit Modern Horizon 1 bekommen haben, wo dieses Deck das erste Mal dann wirklich entstanden ist. Und zwar Ingenious Infiltrator. 4 Mana 2-3 mit Ninjutsu und Black Blue. Und immer wenn irgendein Ninja dem Gegner Schaden zufügt, dürfen wir eine Karte ziehen. Also wenn wir 2 liegen haben und 2 hitten, dürfen wir 4 Karten ziehen. Was sehr mächtig ist und öfter vorkommt, als man glaubt. Dann haben wir einen Brazen Borrower. 3 Mana, 3-1, Flash fliegen, kann nur fliegende Kreaturen blocken. Oder wir können den Petty Theft, indem wir ihn auf ein Adventure schicken, können wir eine Nicht-Land-Permanente bouncen und den auf Adventures schicken. Ist eigentlich auch relativ bekannt. Dann haben wir Yuriko. Die Commander-Legende, wenn es um Ninja geht. Niemand möchte um mit Saba spielen. Und ja, wir haben 3 Mana 1-3 mit Commander-Ninjutsu. Das heißt, wir können die aus der Command-Zone jederzeit Ninjutsu oder halt aus der Hand. Aber auch aus der Command-Zone. Und immer wenn ein Ninja dem Gegner Schaden zufügt, decken wir die oberste Karte unseres Decks auf. Oder jeder kriegt so viel Schaden, wie dort Mana-Kosten auf der Karte sind. Heißt, da. Also jeder Gegner. 4 Damage, 3 Damage, 3 Damage und so weiter und so fort. Auch die Karte nehmen wir dann auf die Hand. Dementsprechend wieder Card Draw. Dann 3 Moon Circuit Hacker. Das ist eine 2 Mana 2-1 Ninjutsu für ein blaues Kreatur. Und immer wenn der Gegner Schaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Und wenn der in diese Runde ins Spiel gekommen ist, müssen wir auch keine discarden. Ansonsten müssen wir einen discarden. Das ist unser Ninja-Setup. Das sind 9 Ninjas, das ist ganz okay. Ein Mana Ninjutsu ist halt wirklich stark, gerade für die nächste Karte, die wir spielen, nur 3-mal. Spellstutter Sprite. Ist eine Fairy, die kein Ninja ist, aber Ninja Fairies war damals schon immer ein Ding. 2 Mana, 1-1, Flash, fliegend. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, countern wir ein Spell mit Mana-Kosten von X, wo X die Anzahl an Fairies sind. Im Normalfall ist die Anzahl an Fairies, die wir haben, eine. Aber wir wissen ja schon von Chalice of the Void und anderen Karten, 1 ist die häufigste Karte im Legacy, also von Mana-Kosten her. Dementsprechend ist es eine gute Karte. Und wir haben theoretisch noch eine zweite Fairy im Deck. Und zwar den Changeling Outcast. Der Changeling Outcast ist so ein bisschen die Main-Karte dieses Decks geworden. Denn sie ist gleichzeitig ein Ninja, eine Fairy. Übrigens, Brazen Borrower ist auch eine Fairy, muss ich einmal ganz kurz erwähnen. Und gleichzeitig ist sie auch ein Top da, was wir gleich noch brauchen. Und das sind alle 3 Kreaturentypen, die dieses Deck braucht. Dementsprechend wirklich wichtige Karte. Sie kann nicht blocken und kann nicht geblockt werden, was auch sehr, sehr gut ist, gerade für Ninjutsu. Und 4 Ornithopter. Unsere 0-Mana 0-2 fliegende Kreatur, mit der wir eben angreifen können und Ninjutsu-Stuff machen können und sehr, sehr coole Sachen machen können. Und wichtig ist auch, dass es ein Top da ist. Denn wenn wir jetzt zu den Non-Creature, Non-Land-Karten gehen, haben wir als allererste Karte 4-mal Retro Feather Foundry. Diese Karte können wir für 1 Mana spielen, für 3 Mana enttappen, für 2 Mana tappen, einen Servo-Control, also ein 1-1 Servo produzieren. Wir können für 1 Mana tappen, einen Servo opfern, um einen Top da zu generieren. Oder wir können die tappen, einen Top da opfern,
um einen 4-4-Konstrukt zu bekommen. Nicht selten ist es so, wir spielen die Retrofitter, spielen Ornithopter, tappen die Retrofitter, benutzen den Ornithopter für einen 4-4er und haben einen 4-4er in der ersten Runde gespielt. Das ist ein super mächtiger Move. Gleichzeitig haben wir hier auch unendlich viele Servos, die wir spielen können und fliegende Kreaturen, damit wir angreifen können und weiter nützen können. Ebenfalls aus Neon Dynasty ist der Kaito Shizuki. Spiele ich als One-Off, 3 Mana, 3 Marken. Zu Beginn des Endsteps, wenn er ins Spiel gekommen ist, faced er aus. Und er hat die Fähigkeiten plus eine Loyalty-Marke, wir ziehen eine Karte und werfen dann eine Karte ab, es sei denn, wir haben angegriffen. Angreifen tun wir mit dem Deck relativ häufig, dementsprechend ist das kein Problem. Für minus 2 kreieren wir einen 1-1 Ninja, der nicht geblockt werden kann. Auch der ziemlich gut. A für Ninjutsu oder B für die auslösende Effekte eben von Yuriko und ähnlichem. Dementsprechend auch nicht schlecht. Und wir kriegen ein Emblem. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, dem Gegner Schaden zufügt, suchen wir unser Deck nach einer blauen oder Black Creature und legen die ins Feld. Das Emblem ist super irrelevant, habe ich noch nie benutzt. Aber es gibt dieses Emblem, wenn wir bei minus 7 sind. Dann brauchen wir hohe Mana-Kosten von Karten, die wir niemals bezahlen wollen. Dementsprechend ist die beste Karte unseres Decks 4 Forsorg-Builds. Denn kostet 5 Mana und mit Ninjutsu bzw. eben der Yuriko können wir damit 5 Schaden schießen. Oder wir können damit einen Spell countern. Können eine blaue Handkarte werfen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Dementsprechend perfekte Karte für dieses Deck. Ebenfalls sehr gut, 2 Murderous Cut. Manche spielen nur einen und spielen die nächste Karte zweimal. Ich spiele aktuell 2 Murderous Cut. Ich finde die tatsächlich sehr, sehr gut. Für ein schwarzes und 4 farblose Instant wird zerstörende Kreatur. Sehr, sehr gute Karte. Oder man spielt eben Snuff Out. 4 Mana Instant wird zerstörende nicht schwarze Kreatur. Sie kann nicht regeneriert werden. Und wenn wir einen Sumpf kontrollieren, können wir 4 Leben bezahlen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Dementsprechend ist es halt so, wir haben Spells, die viel kosten, die wir aber nicht bezahlen wollen. Dazu zählt theoretisch auch noch Days, der kostet halt nur 2, aber kann auch Counter, wenn der nicht 1 bezahlt, wir können eine Inselzug auf die Hand nehmen, davon spielen wir 3. Das sind unsere Damage-Dealer mit Yuriko. Interessant ist jetzt dann, wenn man mit Yuriko 2 oder 3 Trigger auf dem Stack liegen hat und während den Stack-Triggern dann anfangen kann, Spaß zu haben, mit zum Beispiel Brainstorm. Mit Brainstorm ziehen wir 3 Karten, legen 2 Karten von unserer Hand oben auf unser Deck. Das heißt, wir haben Force of Will zum Beispiel oben auf dem Deck und ein Brainstorm. Wir decken mit Yuriko Force of Will auf, fügen 5 Schaden zu und auf den zweiten Trigger spielen wir Brainstorm, legen Force of Will wieder oben drauf und machen nochmal 5 Schaden. Das sind kleine Tricks, die Ninja-Spieler machen kann, die einfach cool sind. Gut, wir spielen blau, wir haben Brainstorm gesagt, also müssen wir auch Ponder sagen für ein blaues Mana. Wir gucken uns die obersten 3 Karten unseres Decks an, wir können sie zurücklegen in einer bestimmten Reihenfolge oder das Deck mischen und danach eine Karte ziehen. Jo. Das ist das Mainboard. Kommen wir mal ganz kurz zum Sideboard, bevor wir zum Decktalk gehen. Im Sideboard habe ich ein paar seltsame Choices gemacht, die ein bisschen meta-abhängig sind, die aber aktuell sehr, sehr gut funktionieren. Starten wir zum Beispiel mit einem Ravenform. Ein blaues 2 Mana, also 3 Mana insgesamt. Wir exilen Artefakt oder Kreaturen, der Beherrscher kriegt ein 1-1 Bird mit fliegend. Interessant dabei ist, auf der einen Seite können wir uns eine eigene Kreatur exilen für einen 1-1 Flieger, zum Beispiel so ein Servo, den wir nicht mehr brauchen oder ähnliches. Oder wir können das Ding eben benutzen, um eine Chalice loszuwerden, ein Blood Moon oder ähnliches. Boah, Blood Moon ist uns relativ egal. Und wir können das Ding foretellen, das heißt, wir können für 2 Mana verdeckt legen und können es dann aus dem Exile casten für 1 Mana. Sehr, sehr gute Karte. Genauso als One of 1000 Face Shadow. 1 Mana, 1-1 Fliegen, das heißt, er ist auf der einen Seite ein Starter, den wir am Anfang benutzen können für einen 1-1 Flieger, den wir dann Ninjutsu können. Das Fliegen vergessen ganz, ganz viele. Oder wir können eben für 4 Mana Ninjutsu. Und wenn der ins Spielfeld kommt und von der Hand und er ist angreifend, also wenn er Ninjutsu wurde im Endeffekt, dann kreieren wir einen Token, der eine Kopie einer anderen angreifenden Kreatur ist und bringen sie getappt und angreifend ins Spiel. Damit können wir eben aus ihm 2 Ninjas machen, 2 Trigger bekommen, 2 Yuriko-Trigger, bap, bap. Gehen wir einmal richtig durch, was das für ein Damage machen kann. Ist schon stark. Ist schon stark. Und wichtig ist auch, der Token geht nicht am Ende des Zuges. Dann haben wir 2 Back to Basics. Man hat gesehen, wir haben eine Menge Basic Lands drin, deshalb für ein blaues, 2 farblose, ein Enchantment zu haben, die Non-Basics nicht enttappen lässt, ist hier sehr, sehr gut in diesem Deck. Dann spiele ich 3 Leylands of the Void. In letzter Zeit spiele ich sehr oft 3 Leylands of the Void. Absolutes Mismatched, weil es die Reste meiner Leylands sind. Diese 4 Mana-Verzauberung kann man von der Hand ins Spiel bringen, wenn sie auf der Starthand ist.
Und Karten, die in den gegnerischen Friedhof gelegt werden, werden stattdessen exiliert. Ich finde die wesentlich besser als Surgical aktuell. Und mit Yoriko macht es immer noch viel Damage, wenn man sie nachzieht. Das ist immer noch okay. Dann 3 Plague Engineers. Bei uns läuft eine Menge Goblins, eine Menge Death and Taxes und so ein Kram rum. Und auch gegen Storm, wenn die das Test spielen, wo sie ja eher auf die Goblins gehen, ist das key, sowas zu haben. Genauso gegen andere Combo-Decks wie Show and Tell und ähnliches. Wenn unser Konter nicht reicht, Thoughtseize, Anti-Combo, richtig, richtig starke Karte, um die dann ein bisschen zu dismanteln. Discard und Counter ist ziemlich gut gegen Combo, habe ich gehört. Und dazu noch gegen Elfen und auch ein Stück weit gegen Lands und ähnliches oder auch gegen Goblins, die Common wollen, also ein Kram halt. Force of Despair, 2 Schwarze, ein farbloses. Wenn es nicht unser Zug ist, können wir eine schwarze Karte aus der Hand exilen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und wir zerstören alle Kreaturen, die in diesem Zug das Spiel betreten haben. Das ist eine Karte, die ist so unterschätzt und ich spiele sie so gerne. Gerade in diesem Deck spiele ich sie andauernd und ich verstehe nicht, warum nicht mehr Leute dieses Ding spielen. Es macht einfach Elfen instant kaputt. Auf den Behemoth-Trigger, zack, weg. Kriegen die Kreaturen +3/+3 oder so. Cool, macht Spaß. Und auch gegen Texas und sonst was, wenn irgendwas reinkommt. Und wenn man sie für 2 Mana Counter benutzt, indem man die Kreatur, die gerade reingekommen ist, damit einfach zerstört, ist sie immer noch ein Forsoffel. Also, ich verstehe es nicht. Egal. Gehen wir mal ins Deck Talk. Was ich an dem Deck immer wieder so liebe, ist einfach die Varianz, die es hat. Wir haben auf der einen Seite so ein richtig cooles Ninja-Package. Gerade jetzt mit Neon Dynasty von Anfang des Jahres, wo wir 9 Ninjas bekommen haben. Ich habe auch schon ein paar andere Ninjas drin getestet. Die werde ich euch demnächst wahrscheinlich auch nochmal ein paar Versionen von zeigen. Die haben auch richtig coole Versionen mit Baleful Strix und ähnlichem, die dann halt sowas nicht spielen. Also sowas nicht spielen. Aber ja, mit Baleful Strix richtig, richtig cool. Dazu halt endlich ein Ninja Planeswalker. Also Kaito ist wirklich, wirklich cool. Und halt diese ganzen Yoriko-Tricks. Es macht so viel Spaß, mit dem Ninja zu spielen, weil diese High-Synergy-Karten, die wir haben, die sind einfach mächtig. Und das zieht sich ja hierin weiter. Also allein dieses Package zwischen Ornithopter, Defundery, Changeling und Spellstutter Sprite macht das so smooth, was man hier alles spielen kann. Und man hat immer eine Karte, immer irgendwie was man machen kann. Man countert, man kann mit der Spellbuster dann angreifen, kann sie dann Ninjitsu, man kann sie wieder neu ausspielen, man kann Changeling in Retrofitter schmeißen oder für 2 und es ist einfach so viel Synergy. Ich mag das Deck wirklich, wirklich sehr und es gibt auch Listen, die tatsächlich kein Duel spielen, sondern dafür Chocolate spielen, das funktioniert auch. Ansonsten ist das Deck leider trotzdem noch ein bisschen teurer durch Force of Will und Red Dwarf Foundry. Aber es macht sehr viel Spaß, kann ich euch sagen. Es macht wirklich, wirklich sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Hab ihr gesehen. Ciao, ciao.